Im Moment ist unser Campus noch wie leergefegt, doch das Wintersemester steht bereits vor der Tür. Passend dazu heißt Campus TV alle Studienanfänger und natürlich auch alle anderen Studierenden herzlich willkommen im neuen Semester. Herzlich begrüßen möchte ich auch unseren Rektor, Professor Strackeljahn, der hier heute mit mir auf der roten Couch Platz genommen hat und uns ein paar Fragen beantworten wird. Als erste Frage hätte ich gleich mal, was macht denn der Rektor so in den Semesterferien? Auch Urlaub. Wir waren 2 Wochen wandern in den Bergen mit der Familie. Aber ich habe keine Vorlesungen, ich habe auch keine Prüfungen abzunehmen. Von daher ist der Unterschied zwischen der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit im Sommer bei mir nicht ganz so stark. Wir arbeiten. Okay, das Wintersemester ist ja jetzt immer etwas Besonderes, da viele neue Studenten und Studentinnen an die Uni kommen und ein neues Studium beginnen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Wie viele neue Studienanfänger gibt es denn? Wir sind noch in der Phase der Immatrikulation. Also wir hatten Bewerberzahlen wie im Vorjahr, recht erfreulich. Aber Bewerber sind ja noch nicht gleich immatrikulierte Studierende. Wir werden bis Anfang Oktober immatrikulieren. Und wir hoffen, dass wir ungefähr auf die Zahlen des Vorjahres kommen. Neben den vielen Studierenden aus ganz Deutschland gibt es ja auch immer internationale Studierende hier an der Universität. Wie sieht es denn bei denen aus? Wie ist der Zulauf von den internationalen Studierenden? Viele, viele Bewerbungen, die wir noch bearbeiten. Da müssen wir natürlich auch schnell sein. Wer aus dem Ausland kommt, der braucht hier die Wohnung. Teilweise ist ein Visum notwendig. Wir müssen mal gucken, wie viel dann auch tatsächlich anfangen. Wir hatten im vergangenen Jahr von den 14.000 Studierenden insgesamt 1.900 aus dem Ausland, 700 Anfänger im vergangenen Oktober. Im Augenblick gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf diese Zahl kommen. Und was versucht man, um diese ausländischen Studierenden hier gut in Magdeburg und an der Uni zu integrieren? Erstmal wollen wir all das, was wir ihnen versprochen haben, als wir für sie warben, zum Beispiel auf Bildungsmessen. Ich war neulich auch mal in Saudi-Arabien, in Riad. Es wird mir offeriert, was wir alles tun, dass wir das dann auch wirklich machen. Wir haben ein Mentorenprogramm, wo wir sie an die Hand nehmen. Auch die Studierenden haben das selbst organisiert, so ein Buddy-Programm. Das kommt ganz toll an. Also schon bevor sie hier hinkommen, einen Ansprechpartner haben, man den ersten Mail-Kontakt hatte. Wir haben eine Begrüßungswoche, wo wir sie integrieren. Und dann wollen wir ihnen eben in Sportangeboten, in den Sprachkursen möglichst schnell die Integration in eine Gruppe, in einem Team erleichtert. Das ist das, was die Uni machen kann und auch machen muss. Denn wenn man diese Zahl, also weit über 10% ausländische Studierende hat, dann ist es sehr wichtig. Sie sagen es ja selber, Toleranz, Weltoffenheit und Internationalität ist ein ganz großes Anliegen der Uni, was man nicht zuletzt auch an den vielen Kooperationen, die auch weltweit bestehen, sieht. Anfang September wurde jetzt in Kasan die erste deutsch-russische Universität gegründet, woran auch die OFKU beteiligt war. Welche Bedeutung hat denn so etwas, vor allen Dingen in so politisch unruhigen Zeiten? Das ist schon Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Wir sehen die attraktive Otto-von-Guericke-Universität ein Stück weit durch die ausländischen Studierenden auch als Indikator, wie gut kommen wir eigentlich an. Interessiert das auch ein Partnerland, mit uns in eine solche Kooperation zu gehen? In diesem konkreten Fall in Kasan ist eine Region, die unglaublich boomt in Russland. Eine autonome Region, auch das war nicht ganz unwichtig. Und wir haben eben mit der TU Ilmenau, mit der wir partnerschaftlich verbunden sind, vor längerer Zeit, fast einem Jahr, dieses Projekt gestartet. Und kamen, das stimmt, jetzt in der Endphase natürlich in die Hochzeit der politischen Unruhen in der Ukraine. Es fällt einem dann auch nicht einfach, muss entscheiden, wie geht man damit um. Ich persönlich habe intensive Beziehungen nach Kiew, also kenne die Ukraine sehr, sehr gut. Wir haben gemeinsame Studienprogramme, wir haben eine gemeinsame Fakultät mit Charkow und mit Kiew. Da überlegt man sich sehr genau, wie wirkt das auch bei den Partnern, die man schon so lange hat. Aber wir sind fest der Meinung, dass politischer Dialog hier notwendig ist und dass Hochschulen durch kulturellen, wissenschaftlichen Austausch ihren Beitrag leisten können. Die Studierenden aus Kasan kommen nach Magdeburg in einem Jahr und sie werden hier im Hörsaal sitzen mit Studierenden aus allen Ländern, auch den Ukrainern, und die werden sich sehr, sehr gut verstehen. Das haben wir im Moment schon und ich glaube, diesen Beitrag kann und sollte auch Universität auch in so schwierigen Zeiten leisten.
Okay. Kommen wir nun von der Weltpolitik zur Politik unserer Landesregierung. Als wir das letzte Mal hier auf dem Sofa saßen, haben wir ja über die Haushaltskürzungen der Landesregierung gesprochen und den möglichen Auswirkungen für unsere Universität. Die Ausrichtung und Profilschärfe geht ja nun in ingenieur- und naturwissenschaftliche Richtung. Wie viel Platz bleibt denn noch für die Humanwissenschaften? Gibt es mittlerweile schon konkrete Pläne? Eine ganze Menge, und das ist auch notwendig. Also die Ingenieure, die Naturwissenschaftler brauchen auch so ein kritisches Reflexionspotenzial. Das ist völlig klar. Man braucht ja nur ein paar Stichworte nennen. NSA ist so ein Beispiel, wo einem völlig klar wird, dass nur technische Entwicklung sicherlich nicht ausreichend ist, um die ganz großen Probleme, die vor uns stehen, zu lösen. Oder es entstehen dann durch technische Lösungen, wir können ja nahezu alles, weitere Probleme. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt, wo man sicherlich eine ganze Menge Know-how, auch Kompetenz braucht, aus der Politologie, aus den Sozialwissenschaften. Das Lehramt ist für uns unglaublich wichtig, gerade für die Berufsschule. Wir haben den Sport, wir haben mit der Philosophie, mit dem Studiengang Philosophie, Neurowissenschaften, Kognition einen tollen Studiengang, der national gefragt ist. All diese Dinge wollen wir weiterentwickeln. Es stimmt, das Profil soll noch ein bisschen geschärft werden, vor allem, weil wir eben ein Studienprogramm hatten, wo wir Personal beschäftigen mussten, dann für die Aufrechterhaltung, was nicht ganz zu unserem Budget passte. Also entweder wir kriegen mehr Geld aus der Politik, und ich habe da immer noch Hoffnung, dass wir nach diesem ersten Kompromiss darüber auch nochmal verhandeln können, dann ginge auch mehr. Oder wir sagen, mit diesem Budget kann die Otto-von-Guericke-Universität eine vernünftige Ausbildung machen. Und da müssen wir eben das eine oder andere überdenken. Wir sind in diesen Planungen recht weit fortgeschritten. Und final werden wir bis zum Ende des Jahres Entscheidungen getroffen haben. Okay. Aber jetzt mal rückblickend, ist ja mittlerweile ein Jahr her, wie ich vorhin sagte, als wir darüber sprachen. Hatten die Unruhe und die Demonstration denn Auswirkungen auf die Bewerberzahlen? Erstmal haben sie Auswirkungen darauf gehabt, dass wir überhaupt diesen ersten Kompromiss mit dem Ministerpräsidenten schließen konnten. Also die Studierenden sind nicht vergeblich auf die Straße gegangen. Das hat was gebracht. Nur wenn 10.000 auf der Straße sind und öffentlich darüber berichtet wird, das wollten wir ja auch, dann liest man das natürlich auch außerhalb des Einzugsbereichs der Volksstimme. Das heißt auch die Niedersachsen. Und das ist ja für uns so wichtig. Wir hatten im vergangenen Jahr 65 Anfänger aus Wolfsburg. Und nur 9 aus Halle. Das heißt, Landespolitik, die sich auf die Hochschule konzentriert, die wäre viel zu kurz gestaltet, wenn sie an den Landesgrenzen aufhört. Also es geht nicht unbedingt um die große Außenpolitik, aber hier geht es garantiert um die nationale Politik. 2/3 der Studienanfänger kommen ja nicht mehr aus dem Land, sind keine Landeskinder. Und es passieren dann immer viele Dinge gleichzeitig. In Niedersachsen wurden die Studienbeiträge abgeschafft. Früher hat man sich vielleicht gesagt, Mensch, die 1.000 Euro, die kann man sparen. Ich gehe nach Magdeburg zum Studium. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Also kann man die Einflüsse nicht trennen. Aber ich denke schon, es hat Auswirkungen. Okay. Noch eine abschließende Frage zu unserer Uni, die ja den Namen Otto von Guericke trägt. Was können wir denn heute noch vom geistigen und wissenschaftlichen Erbe Otto von Guericke lernen? Seinen unglaublichen Entdeckergeist, Dinge zu hinterfragen, dass er sich fragt, was ist eigentlich über uns, wiegt Luft etwas? Und das hat er dann in seinen berühmten Vakuumversuchen dargestellt. War einfach genial. Otto Walkes hat mal gesagt, Guericke hatte die Luftpumpe erfunden, als es überhaupt noch kein Fahrrad gab. Und das zeigt einfach nur, er hat sich um Grundlagen gekümmert, das wollen wir auch. Er hat die dann in Anwendungen gebracht, Luftpumpe. Auch das ist notwendig, das wollen wir auch. Also zumindest in den technischen Bereichen fragt natürlich die Gesellschaft, was kommt denn dabei raus, was ihr da macht. Und er war ein fantastischer Kommunikator. Sein toller Versuch mit den 16 Pferden, die beiden Halbkugeln nicht trennen können, die hat er als Riesenspektakel aufgezogen, weil er genau wusste, die Bevölkerung, die begreift das möglicherweise auch nur, wenn man es ihnen verdeutlicht, was machen wir da. Und er hat Magdeburg damit bekannt gemacht. Das war die Endphase des 30-jährigen Krieges. Magdeburg hatte gar nicht mehr die ganz große Bedeutung. Und Otto kam dann mit diesem Versuch. Und da haben die gesagt, boah, das muss ja eine tolle Stadt sein, wo jemand auf diese Dinge kommt. Also ein Wissenschaftskommunikator par excellence. Und so etwas brauchen wir heute auch. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Interview.
und wünsche uns allen dann einen schönen Start ins Semester und ein erfolgreiches Studium.